Hallo und willkommen zum weiteren Secret of Mana Let's Play Mystic Quest für den Gameboy sind wir natürlich. In der letzten Folge haben wir unsere Angebetete befreit, einen Boss besiegt, sind nach Wendel zu der Stadt gegangen, nur um zu erleben, dass sie uns dort wieder entführt wird. Ja, wo wir jetzt genau hin müssen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es wurde allerdings in der Stadt gesagt von einer Zwergenhöhle. Deswegen will ich da mal schauen. Wenn ich so auf der Karte schaue, ist das jetzt im südlichen Westen hier von Wendel. Deswegen wollen wir mal gucken. Okay. Hier scheine ich auf jeden Fall nicht lang zu können. Kann ich schwimmen? Nee. Brauche ich wahrscheinlich ein Boot oder ähnliches. Gut, sind die Alternativen nicht so groß. Na, komm hier. Oh, die machen auch übel. Also diese Monster, die übel machen können, ne? Die gehen mir jetzt so potenziell schon sehr auf den Keks. Ja, Salbe lohnt sich nicht. Das wird wahrscheinlich eh gleich auslaufen, genau. Aber ich habe jetzt zum Glück mehr als genug Lebenstränke. Oh. Und E-Level up. Ja, hätte ich das vorher gewusst. So, Immunkraft reife Wille. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal genommen habe. Machen wir mal immun. Bisschen mehr aushalten schadet ja nie. Mal gucken. Okay. Ah, eine Schatzkiste. Ein Rubin. Ah, sehr schön. Schätze mal, das werde ich für Gold verkaufen können. Wir sind aber auch hier. Man geht in den Bildschirm rein und wird gleich beworfen. Da kann ich mehr tragen. Okay. Ey, wieso kann der da rüber gehen? Warte. Vielleicht. Ich kam ja bei dem Gras da in der letzten Folge nicht vorbei, weil ich nicht die Waffe hatte. Ich probier's mal mit der Axt hier. Ah. Weil jetzt die Sichel für die Bäume zu benutzen, wäre, glaube ich, etwas unsinnig. Ich lerne dazu. Hey! Über die Baumstufe-Reihe nicht gehen. So, wollen wir mal gucken, wo die Zwerge sind. Ja, ihr macht übel. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ja, sehr schön. Was ist das hier? Guck mal so nebenbei auf die Karte. Ich glaube, ich bin hier falsch. Wenn mich nicht alles täuscht, muss sie südlicher gehen. Sind hier die Zwerge? Oh. Jetzt habe ich die gehauen. Alter, Musik hätte man es eigentlich erkennen müssen, dass die durchaus lieb sind. Hallo, willkommen in der Zwergenhöhle. Ja, danke. Sorry fürs Hauen. War Reflex. Hier ist auch nichts. Noch mehr Zwerge. Gaia hat seinen Willen und Gefühle. Aha. Er liebt Silber. Sonderbar, nicht? Ja, Silber ist ja nicht verkehrt, ne? Watts liebt die Mine. Er ist auch heute wieder dort. Er sucht nach Silber. Okay. Kann es sein, dass die Silber wollen? Gucken, was ich hier sonst noch finde. Okay. Das ist die Zwergenhöhle. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Händler da, der Waffen verkauft oder so. Früher spielte ich mit Watts immer in der alten Mine. Du willst die Lore benutzen? Vorher musst du sie ölen. Öl kannst du in dem Geschäft im Süden bekommen.
Okay. Das Luftschiff flog westwärts. Der Gaia-Pass führt nach Westen. Okay, also mit den Aussagen. Gaia mag Silber. Also ich muss über den Gaia-Pass, um das Luftschiff zu verfolgen. Gaia mag Silber, also muss ich, denke ich mal, Silber besorgen. Und anscheinend, um zu dieser Mine zu kommen, brauche ich Öl, um die Lore zu ölen. Dann wollen wir mal in den Laden im Süden. Ich frage mich natürlich, wir sind schon ziemlich im Süden, ne? Ups. Ah, ich muss hier wahrscheinlich denn nach Süden. Da konnte ich hier ja rüber. Dann muss ich da auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder hoch. Mal gucken, wo hier ein Laden ist. Ah, ist das ein Laden? Was hier aber nicht gerade den besten Standort ausgesucht, würde ich sagen. Ja, ich kann nicht mehr tragen, soll nicht so wichtig sein. So, ach, aber es muss hier wahrscheinlich doch noch was fallen, damit ich das Öl tragen kann. Aber ich habe hier doch Platz. Guten Tag. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich wollte eigentlich verkaufen machen. Ich möchte mal den Rubin verkaufen. Ja, und das Bonbon eigentlich auch. Das kann ich nicht gebrauchen. Mal gucken. Rubin. Oh, 44 Goldmünzen immerhin. So, hast du Öl? Öl. Boah. Obwohl, ich wollte gerade sagen, uiuiui, das ist aber viel. Aber andererseits, ich habe die Kohle ja. Ich hoffe mal, eine Öleinheit, wie man das nennen will, keine Ahnung, wird mir was bringen. Was brauche ich noch so? Kann sein, dass die Mine ein Dungeon ist? Also Pickel habe ich diesmal genug. Schlüssel habe ich auch. Lebenswasser. Ich würde zur Sicherheit noch einen Schlüssel kaufen, weil ich weiß nicht, ob ich da vielleicht welche brauche. Sehr schön, okay. Gut, dann müssen wir zu der Mine. Ich schaue mal hier mal live auf meine Karte. Ob die hier irgendwo. Da ist die Zwergenhöhle. Hier steht Höhle auf der Karte. Ich weiß, dass sie irgendwo nördlich von der Zwergenhöhle sein muss, dann ist die das bestimmt. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Dann komm mal Wieso kann ich nicht mehr tragen? Ja, ich will doch nur vorbei. Okay, jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Salbe. Die brauche ich am ehesten nicht. Ein Rubin. Ja, perfekt. So, also. Dann gucken wir mal. Ach, ich muss da rüber. Das war ja hier auf der einen Seite. Genau. Komm mal her, dich ging auch noch. Schöne Schatzkiste. Ah, drei von denen. Nee, 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 nee. Die vergiften mich nur. Das will ich nicht. Und dann müsste die Höhle hier eigentlich gleich irgendwo sein, wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Na, kommt her. Da. Mach mich nicht übel. Die sind ganz so schnell, die Viecher. Okay. Sollte irgendwo eine Höhle sein, eigentlich. Ah, da. War nicht meinen Mund betreten. Okay, das ist gar, ja. Oh, juck. Okay. Dafür brauche ich das Silber wahrscheinlich.
mal die Mine suchen. Minen sind ja eigentlich immer irgendwo am Berg, ne? Mal gucken, ob ich hier wieder nicht Magie mit der Axt durchkomme. Ich glaube, er will mir sagen, dass ich hier nicht durchkomme. Was ist das hier, ein Labyrinth? Scheint so. Wenn die sich so Mühe geben, dann wird es irgendeinen Grund haben. Dann bin ich bestimmt auf der richtigen Fährte. Ach ja. Ich will doch hier doch nur durch. Es muss wieder irgendwas wegwerfen. Ach, das ist... Das hätten sie echt besser machen können. Ich werfe meinen Rubin weg. Ich meine, Goldmünzen haben wir wirklich mehr als genug. Gold gefunden, okay. So. Jetzt haben wir es durchgehackt. Ha. Könnte auch eine Mine hier eventuell sein, oder? Ah, und da ist die Dove. So, jetzt haben wir natürlich zum Glück das Öl gekauft. Benutzt du was gleich? Hui! Kann ich hier irgendwie steuern? Okay. Vielleicht muss ich die Schalter einfach mit der Waffe treffen. Das ist aber gemein hier. Na, da war ich zu spät. Also ich muss ja anscheinend hier irgendwie den Zwergenkollegen finden. So. Ich will da links fahren. Oh. Das ist aber auch hier gemein. Ich heile mich mal. Ich muss hier gucken, welche Kombination ich hier... Also ich wette, ich muss da einmal runter und dann einmal zur Seite treffen. Das ist gar nicht so einfach, Freunde. Boah. Ich habe das Gefühl, wir werden hier noch ein bisschen im Kreis fahren. So, und... Zack. Bin ich jetzt richtig? Okay. 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 Bin ich jetzt tot? Muss das so? Hilfe! Ah! What? Hui! Bist du in Ordnung? Autsch! Danke! Kennst du dich hier auch gut aus? Auf Silbersuche? Leiste mir doch Gesellschaft! Ja, gerne doch! Ich dachte, er zeigt mir jetzt hier. So, okay. Ah, der kann sogar Äxte werfen. Sieht ein bisschen komisch animiert aus, ehrlich gesagt. Okay, also die Gegner scheinen es hier nicht allzu fies zu sein. Ich wette, hier brauche ich den guten Pickel mal wieder. Yep. Ach ja, könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Nächster Level. Sehr schön. Ja, was sehen wir diesmal? Nehmen wir mal wieder Kraft haben. Glaube ich schon länger nicht mehr. So, und zack. Okay.
Boss oder was ist hier? Wie immer mal zuerst Wände checken. Müssen wir ja sicher, um hier die Dinger wegzuklatschen. Also es hat da auf jeden Fall das Geräusch gemacht, aber die Spitzhacke. Oh, falscher Knopf. Okay, den Gräser kann ich hier nicht wegmachen. War ich dann falsch? Seltsam. Ich frage ihn mal. Ich habe brauchbare Dinge. Ach, guck an. Das ist ja praktisch. Hä? Ey, den Kollegen, den brauche ich wirklich, glaube ich. Der kann mich ruhig immer begleiten. Wow, das Gold ist ja richtig viel wert. Coole Sache. Also kann ich hier meine Spitzhacken ruhig hier großzügig einsetzen. Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Hä? Was war das jetzt? Hä? Ich bewege mich drauf zu. Was muss ich hier machen? Ich bin echt verwirrt. Also ich muss mich so mit der Spitzhacke hier durchhacken, oder nicht? Hier, Kollege, ich brauche neue Spitzhacken. Spruch kenne ich das schon. Ja, komm, gib mir am besten gleich noch eine. Also der Fluss hier, der macht irgendwas mit mir. Vielleicht mit Flammenzauber? Nee. Vielleicht muss ich mich nicht da durchhacken, sondern hier irgendwo. Das kann ja gut sein. Guck mal, ob hier irgendwo was ist. Das sieht ja auch so verdächtig und Aber frage ich mich, wieso im unteren Raum? Wieso habe ich da auch das Geräusch? Das macht ja denn ja so gesehen ja nicht wirklich einen Sinn, oder? Naja, einfach kann jeder. Okay, hier muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas schieben. Hier ist ein Schalter. Okay. Okay, das ist hier Eis. Das ist sehr rutschig. Und zwar nach einer Seite. Okay, wenn ich da hochgehe, bin ich jetzt wieder da. Ah. Jetzt muss ich hier wieder. Es sah gerade irgendwie halt nicht nach einem Raum aus, sage ich mal. Deswegen war ich da gerade etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Okay. Oh, also hier der Watchdessen. Doch. Da habe ich schon schlimmere Begleiter gehabt. Zum Beispiel welche, die sich ständig entführen lassen. Mein Laden hat er dabei. Er kann vernünftig kämpfen. Schadet nicht, ne? Was ist das überhaupt für eine Silbermine hier? Müsste nicht irgendwo mal so Flöße heißen das, ne? Flöze? Die Adern, genau. Adern.
glaube, Flöze sagt man bei Kohle, oder? Ich bin jetzt kein Bergbauexperte, muss ich zugeben. Klettern. Oh oh. Oh oh. Klingt nach dem Boss. Also schnell das Lebenswasser. Ja. Also ich schätze mal wahrscheinlich, dass ich mich hier nicht in den Abgrund drängen lassen darf. Aber hier sieht man so ein bisschen. Ich glaube, da wollte man mehr als das System. Also muss halt was den Kopf treffen. Ist ja nicht so schwer. Ich meine, so solche Gegner gab es jetzt schon zuhauf in Zelda und so weiter. Diese Schlanggegner. Entweder man muss den Schwanz oder halt den Kopf treffen. Jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Ich war natürlich nicht mit unserem Vorrat an Lebenswasser. Deswegen bin ich auch hier lieber etwas vorsichtiger unterwegs. Vor allem, weil ich muss sagen, der Watts, der kämpft gut mit. Na, ich heile mich mal zwischendurch, so. Dann auch das nächste Lebenswasser auswählen. Wie lange der Kampf noch dauert. Das finde ich ja immer so schade. Er ist tot. Ich wollte gerade sagen, schade so an Spielen, wenn man gar nicht sieht, wie viele Lebenspunkte der Gegner noch hat. So, was kriegen wir? Silber gefunden! Komische Biene. Er muss die riesigen Tausendfüßer töten, um Silber zu bekommen. So. Daraus mache ich eine nützliche Ausrüstung. Gaia lässt dich nur in Silber gekleidet passieren. Ach, ich dachte, ich muss einfach so einen Silberbarren, sage ich mal, irgendwie in die Hand drücken und gut ist. Besuche mich in der Zwergenhöhle. Jo, das machen wir doch. Dann müssen wir es hier wieder durchhacken. Also ich muss sagen, ich habe mich diese Folge gar nicht so enorm doof angestellt, ne? Wer macht euch auf? Boah. Will ich mal eine aufmachen? Aber wenn man das erstmal so raus hat, dass man hier auch Sachen mit einer Axt oder sowas weghacken muss. Ach, Gold gefunden, ja cool. Das bringt ja echt immer sau viel. Da sage ich doch nicht nein. So. Nee, die Bienen will ich nicht. So, und ab in die Zwergenhöhle. So Zwergenhöhle, auch so bei Secret of Mana, die haben echt immer eine coole Musik, ne? Mal, wo Watts ist. Ich glaube, die waren vorher alle schon da. Ja, ich habe keinen Knopf gedrückt. Ich kenne deinen Spruch. Ach, ich glaube, das ist er, oder? Ich habe einiges aus dem Silber gefertigt. Mit diesen Gegenständen kannst du Gaia passieren. Ach, die muss ich auch noch kaufen. Vogel, ey. Habt ihr doch geholfen, hier das überhaupt erstmal zu kriegen? Naja, gut. War das so viel Silber? Boah, nicht schlecht. So, dann verkaufe ich nochmal das Gold. Jupp. Ich glaube, sind wir jetzt an Sachen gut ausgerüstet, wenn wir schon mal hier sind. Pickel haben wir genug.
Den Schlüssel haben wir genug, schätze ich mal. Ich glaube, den Bronzeschlüssel braucht man gar nicht mehr, ne? So, ja. Ja, ich weiß, habe ich schon alles gekauft, Kollege. Ja. Ist gut. Ja. Ich glaube, ich kaufe... Ach, jetzt hat er nur noch das? Ist ja blöd. Ist ja blöd. Dann geh ich doch mal kurz in den Laden. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich wollte mich doch nur an dir vorbeischleichen, Kollege. Ja, ganz ruhig. Immer nicht ganz so euphorisch sein. Ach, muss ich erstmal rüber. Aber ich glaube, so langsam kriege ich den Dreh mit dem Spiel hier raus. Rubin gefunden, sehr schön. Dann kann ich den gleich verkaufen. Weil so ein paar Lebenstränke brauche ich den jetzt doch noch. Ich möchte gerne kaufen. Ja. Nochmal. So, das, die habe ich jetzt gerade beim Boss verbraucht. Dann kann er jetzt noch den Rubin haben. Yep, die hast du. So. Dann rüste ich noch die neuen Spielzeuge. Achso. Ja. Silberschwert. Sogar verwerten auch gar nicht so verkehrt. Kann ich mal ausprobieren? Ja, passt, würde ich sagen. Apropos passt, wenn ich auf die Zeit gucke, sehe ich, das lohnt sich jetzt nicht noch was Großes anzufangen. Also ich würde sagen, danke, dass ihr reingeschaltet habt. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal Gaia widmen und den Luftschiff hinterher laufen. Ne, gehen. Was auch immer. Mal schauen. Auf jeden Fall danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.